Im malerischen Teufelsmoor nahe der Kreuzkuhle liegt ein besonderer Ort, an dem Geschichte und Natur auf einzigartige Weise zusammenkommen. Zum Saisonabschluss haben wir die Kreuzkuhle besucht und wurden nicht enttäuscht. Hier, wo der Hamme-Oste-Kanal in die Kolberg mündet, wurde mit Unterstützung von EU-Fördermitteln ein kleiner Hafen errichtet. Dieser Hafen ist nicht nur ein Anlegeplatz, sondern auch das Zuhause originalgetreuer Nachbauten von Torfkähnen, die einst die Lebensader der Region waren. Torf, das war das schwarze Gold des Teufelmoores, ein wichtiger Brennstoff, der mühsam von Hand gestochen und mit Kähnen über die Wasserwege transportiert wurde. Diese traditionelle Art des Transportes wird heute wieder lebendig. Besucher können auf den historischen Kähnen die Wasserlandschaft des Moores erkunden. Die Fahrten mit den Torfkähnen bieten nicht nur einen Blick in die Vergangenheit, sondern sind auch eine einmalige Gelegenheit, die Natur der Region aus einer neuen Perspektive zu erleben. Wir sind jetzt unterwegs, wie gesagt, auf der Kolbeck. Das ist noch ein natürlicher Lauf hier, der ist damals in der Eiszeit auch schon entstanden. In die Richtung, wo wir herkommen, der Kanal, Hamme-Oste-Kanal, der ist künstlich angelegt worden. Das war um 1770, sind die damit angefangen. Und der ist 20 Jahre haben sie dafür gebraucht, bis kurz vor Brümmerförde. Sanft gleiten die Boote durch die Kanäle, während sich die weite, ruhige Moorlandschaft vor den Augen der Fahrgäste ausbreitet. Begleitet von Geschichten über die harte Arbeit der Torfbauern, fühlt man sich in eine Zeit zurückversetzt, in der das Leben hier von den Gezeiten des Moores bestimmt wurde. Ein Ausflug zum Hafen Kreuzkuhle ist eine Reise in die Vergangenheit und gleichzeitig eine Möglichkeit, die Schönheit und die Ruhe des Teufelsmoores hautnah zu erfahren.